Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Ghost. Wir müssen weiter die Raumstation erkunden. Und zwar hier hinten runter. Das heißt, wir gehen am besten zum nächsten Speicherpunkt und lassen uns dann dahin beamen. Obwohl, nee, wir gehen einfach hier rechts, rechts, rechts und können dann hier die Abkürzung nehmen. Praktisch. Praktisch so eine Abkürzung. Ach, die reparieren immer noch hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Reparaturbots ein wenig nervig finde. Vor allem, wenn die während des Kampfes anfangen zu reparieren. Das hat dann immer so ein bisschen was von, ja, auf die muss ich schießen, obwohl die sind gar keine Gefahr und bla und blub. Naja, ihr versteht mich eh nicht. Keiner versteht mich. Mein Name ist Harry Hirsch. Drachi wegpacken, nicht dass der wieder auf die Rohre schießt. Jetzt haben wir aber die Abkürzung genommen, genau. So soll es sein. So, Drachi, darfst du da mitmachen. Ja, die Abkürzung... Na, die brauchen wir aber nicht nehmen. Und einfach hier rechts weiterlaufen. Und die Dinger, die da von der Decke hängen, die wir gerade hatten... Die nerven mich auch unheimlich. Wenn ich jetzt gerade vergiftet bin, oder was? Das fehlt mir auch noch. Ja, super. Nein! Ich muss runter. Na, dann nehme ich doch den Lift. Warum sollte ich da sonst runterspringen? Ja, toll. Wir auch jumpen können. So, mal wieder alles von den Regeneratoren verbraucht. So war das nicht geplant. Aber hier ist ja auch kein Speicherpunkt, das ist nervig. So, und hier soll es nach unten gehen. Durch die Türfalle vermutlich hier. Gewächshaus freigeschaltet. Warum? Jetzt sagen wir nicht, das ist ein Speicherpunkt. Ah! Ihr Schwert bekloppt. Naja, war eigentlich doch auch mitzurechnen. Gut, wo befinden wir uns hier? Immer noch im Gewächshaus, würde ich sagen. Hier springen. Und du? Hey, wo bringen die mich hin? Oh, und Drachi! Die nehmen Drachi nicht mit. Doch, da ist Drachi. Drachi wurde dahin gebeamt. Hi. Tschüss. Fahre in einer Kiste. Ich habe einen Service-Roboter in eine Kiste herumtragen lassen. Okay, das, hätte ich den jetzt vielleicht nicht erschießen sollen? Na super, die hier wollte ich doch jetzt gar nicht hin, obwohl auf der anderen Seite, wo geht's weiter? Ich sehe hier nichts mehr, ich sehe dafür aber hier hinten was blinken. Lost Item, Regeneration 10. Habe ich einfach nur was verloren. Wo zum Geier geht's weiter? Ja. Keine Ahnung. Hallo. Achso, hier. Ihr könnt mich wieder rumtransportieren, ja? Drachi, komm mal hier kurz in die Tasche. Nicht, dass sie dich wirklich irgendwann vergessen. Und dann stehe ich da ohne Drachi. Soweit kommt's noch. Allerdings auch die Frage. Okay, jetzt haben sie mich dahin getragen. Ich kapiere gerade nicht so genau, wo ich hin soll. Normalerweise zeigt er mir an, wo noch... Achso, hier nach oben geht's. Da geht's nach oben und da geht's nach links. Das sehe ich ja jetzt erst. Cool.
Start with energy. Ah, das hat man schon mal eingesammelt. Your robot is printed including 200 extra energy cubes. Okay. Passive Fähigkeit? Ich glaube ja. Ja, ist eine Verbesserung. Scheint eine passive Fähigkeit zu sein. Also werden wir jetzt jedes Mal, wenn wir neu belebt werden, mit 400 Cubes wieder belebt. Habe ich das richtig verstanden? Ich nehme es an. Naja, schon nett von den Service-Robotern, dass sie uns durch die Gegend tragen. Und ich könnte mich am besten mal hierhin teleportieren lassen zu dem 3D-Drucker. Präzision plus 1. Wir können uns dann, ja, im Laden brauchen wir uns noch gar nicht umkurzen. Ah, hier haben wir einen Schussvergrößerer. Haben wir noch ein paar Alarme, die ich auslösen kann? Ich glaube ja. Und mittlerweile dürften wir auch stark genug sein, um hier die Alarme auszulösen. Wir lassen uns erstmal dahin transportieren. Dann werden wir uns mal den Schussvergrößerer angucken in dem einen Laden. Hier ist die Präzision. Hier unten ist der Schussvergrößerer. Naja, wir gehen erstmal nach oben. Wenn wir da entlang können. Aber muss ja. Oder auch nicht. Laborkarte. Ja, toll. Laborkarte. Dann bleibt ja nur der Weg nach komplett links. Das, daran kann ich mich noch erinnern, bei Unepic. Normalerweise, auch da hat das Spiel immer gut angezeigt, wo es denn weiterging. Aber manchmal hing man da auch in der Luft und es dann wurde dann einem nicht mehr angezeigt, wo es weitergeht oder weitergehen sollte. Und hier nach links ist jetzt die einzige Möglichkeit. Es sei denn, auch hier benötige ich irgendeine Karte, so wie es aussieht, ja. Das ist die rote Karte. Ja. Das ist von innen verschlossen. Da oben haben wir noch einen Weg nach rechts. Aber ist auch wieder ein roter Pfeil, was wohl vermutlich heißt, dass diese Tür abgeschlossen ist. Huh. Komm, Drachi, du darfst ein bisschen fliegen. Kennst dich ja schon aus hier. Wenigstens an einem Laden vorbei. Ja, kurzen Prozess mit den Dingern. Springende Welle, genau, dann wird eine kleine Welle erzeugt, wenn wir springen. Fliegende Drohne, die ihr folgt und Gegner beschießt. Haben wir eigentlich schon Drachi für, könnten wir uns aber leisten. Genauigkeitsverlust bei Bewegung ist halbiert. Mhm. Nicht uninteressant, kann mir aber leider jetzt gerade nicht leisten. Obwohl... Können wir denn einen Alarm einfach mal hier auslösen? Dann schauen wir mal, volle Energie habe ich ja. Damit wir uns ein bisschen verbessern. Das wollte ich nicht, tut mir leid. Bin aber auch immer schusselig. Na, war das alles? Hallo? Ja, das macht nichts. Danke, Drachi. Komm, Drachi, den auch noch. Genau. Ja. Das war jetzt ein relativ harmloser Alarm. Das war Stufe 4. Naja gut, da sieht man dann aber auch mal, wie gut wir mittlerweile eigentlich geworden sind. Die zahlreichen kleinen Verbesserungen. Vor allem die Verbesserung des Beamers. Ich glaube, die wird sich sicherlich noch bezahlt machen.
So, das reicht, um uns die Präzision zu kaufen. Ich muss einmal kurz hüsteln. Pardon. Ja, damit sind wir präziser. Dankeschön. Unser eigentlicher Grund war, dass wir dort nach rechts weitergehen. Scheint aber auch verschlossen zu sein, die Tür. Dafür brauchen wir die Goldkarte. Stück Lila-Karte. Warum haben wir die denn noch nicht? Sehe ich jetzt erst. Zwei Räume nach links, bitte, und dann lass uns darüber teleportieren. Merkwürdig. Komm, Drachi, schneller! Wir müssen die lila Karte holen. Nicht zu verwechseln mit dem lila Launebär. Der Feigling will Verstärkung rufen. So, einmal hier rüber. Ja, das war der richtige Raum. Oder ging es hier auch nicht weiter? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch, sieht so aus. Einfach mal wieder mit brachialer Gewalt da rein. Während ich schon wieder Energie verliere. Lila Zugang. Ein Fähigkeitenpunkt, den wir natürlich jetzt auch direkt verbrauchen werden. Das war ja noch ganz gut. Hier können wir doppelt so viele Energiewürfel freischalten. Ich möchte mich aber eigentlich gegen Explosionsschaden und Nahkampfschaden um 10% verringern. Die Rolle, das würde mich aber auch interessieren, dass man da maximalen Lebenspunkt um 50 erhöht. Auch nicht schlecht. Nehmen wir das. Eigentlich sollte man ja immer nach dem ersten Gedanken gehen und das wäre dann halt die Titanhülle, die Verbesserung gewesen. Aber naja, schauen wir einfach mal. Können wir immer noch verbessern. Mimoko-san, the intruders have reached the greenhouses. What? Our greenhouses? What percentage of our plants have been destroyed? Sir, no plants were harmed. Their goal was to destroy our harvesters. That's good news, sir. Harvesters can be printed again. Plants cannot. I know, Dr. Musashi. But if they can reach the greenhouses, they can also reach the labs, and therefore have access to the fluid. That would be terrible, sir. Without that fluid, we would lose all Nakas. I know, for God's sake! Mr. Yamato, seal all access to the labs. And switch on all detectors and lasers. I don't want a single robot to set foot in there! Yes, sir. Sir, if we do this, we'll have to evacuate every laboratory. The robo-scientists won't be able to work. I do not care! Switch them off! Any experimentation is cancelled until the threat is removed! Sir, I'm aware that it's not allowed, but due to the situation, I ask for special permission to bring a biped to the space station. What? Military vehicles on the space station? Sir, the space station is very delicate. A biped could cause irreparable damage. The enemy has proven itself to be stronger than our internal defenses. We need better ones. All right, Mr. Yamato. You have my permission. But only in the corridor that leads to the labs. Thank you, sir. You have your chance, Mr. Yamato. Do not waste it, for you will get no more. Okay, die lila Karte beschert ihr mir jetzt Zugang zum Labor? Sieht ganz so aus. Und dann erwartet mich davor ein Kampf. Wie gesagt, auf dem Flur vor dem Labor. Ja. Hallo, wir sind gar nicht da. Beachtet uns gar nicht. Also das möchte ich jetzt noch sehen.
natürlich vorher speichern, damit wir da repariert werden. Und dann lass uns mal bitte dahin teleportieren. Was der wohl meint mit Zweibeiner. Nicht, dass er jetzt Metal Gear auf uns wartet. So, das ist jetzt der Flur vor dem Labor. Naja, aber hier sehe ich zumindest keinen Gegner. Vielleicht ist da oben einer. Müssen wir mal abwarten. Sehen wir beim nächsten Mal in der nächsten Episode. Das war's für heute von Ghost. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.